Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Die Überschrift, wenn Pensionskassen kürzen, ist eigentlich das momentan relevanteste Haftungsrisiko innerhalb der betrieblichen Altersversorgung. Ich möchte aber nicht allein nur auf die Pensionskassen fokussieren, sondern Ihnen einen kleinen Überblick geben über die wichtigsten und markantesten Haftungsrisiken innerhalb der betrieblichen Altersversorgung. Dann möchte ich noch zwei kleine Punkte erörtern zum Betriebsrentenstärkungsgesetz. Und schließen möchte ich ja mit einer kleinen Handlungsempfehlung für Sie, wie Sie im Grunde genommen Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung umschiffen können. Haftungsrisiken in der betrieblichen Altersversorgung, ja, manchmal fragt man sich immer, wie kommt das überhaupt? Wie schlittert man da so im Grunde genommen rein? Ich möchte einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich betriebliche Altersversorgung oder welche Rechte und Pflichten bestehen für Sie als Arbeitgeber und Personalabteilung eigentlich mit der betrieblichen Altersversorgung? Und der wichtigste Grundsatz ist eigentlich immer, es gibt einen Rechtsanspruch auf betriebliche Altersversorgung. Das heißt, jeder Arbeitnehmer hat ein gesetzlich verankertes Recht, dass man auf Gehaltsbestandteile zugunsten der Altersversorgung verzichten darf. Sie als Arbeitgeber haben das Recht, einen Durchführungsweg zu bestimmen, ob man nun Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse präferiert. Also Sie dürfen einen Durchführungsweg vorgeben und Sie dürfen im Zweifel sogar auch einen Anbieter vorgeben. Wenn Sie aber keine entsprechende Regelung als Arbeitgeber haben, müssten Sie im Grunde genommen das akzeptieren, was der Arbeitnehmer mitbringt. Jetzt haben ganz viele Arbeitgeber natürlich in den Unternehmen eine präferierte Versicherungslösung. Man hat einen Versicherer, mit dem man kooperiert. Man hat vielleicht sogar einen Gruppenvertrag mit einem Versicherer. Aber spätestens, wenn man neue Mitarbeiter generiert im Rahmen der Fluktuation oder im Ausbau des eigenen Unternehmens, dann passiert es schon, dass der ein oder andere neue Mitarbeiter sagt, bei meinem alten Arbeitgeber habe ich eine betriebliche Altersversorgung gehabt. Und diese betriebliche Altersversorgung möchte ich gerne bei dir als neuen Arbeitgeber fortführen. Und meistens sagt man als Arbeitgeber an dieser Stelle, ach Gott sei Dank, hast du schon was. Natürlich führe ich den Vertrag gerne für dich weiter. Gib mal her, ich unterschreibe dir das. Und genau hier entstehen sehr häufig Haftungsrisiken. Denn Sie müssen sich als Arbeitgeber einfach nochmal vergewissern, dass Sie mit der Unterschrift werden Sie Versicherungsnehmer und mit der Versicherungsnehmerstellung übernehmen Sie sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Gesamtvertrag. Und im Zweifel, selbst wenn der Vertrag schon 10, 15 Jahre beim alten Arbeitgeber gelaufen ist, sollte dieser Vertrag haftungsrechtlich bedenklich sein, mit Ihrer Unterschrift enthaften Sie den alten Arbeitgeber und treten allumfänglich in die Haftungsrisiken mit Ihrer Unterschrift in den Gesamtvertrag ein. Und da entstehen manchmal brenzlige Situationen. Ich habe es kurz und prägnant gemacht, ich möchte nicht ins Detail verfallen, sondern ich möchte einfach nur hier an der Stelle sagen, wo darf man gerne mal die Augen offen halten? Haftungsrisiko Fall 1, Augen auf bei ausländischen Versicherern. Je britischer ein Versicherer klingt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man hier an der Stelle nochmal auf den einen oder anderen Punkt genauer achten sollte. Zum Beispiel beim Thema Garantien. Es gibt gerade bei fondsgebundenen Verträgen ausländischer Versicherer gibt es nicht selten Verträge ohne jegliche Garantie. Gerade bei Fonds ist es natürlich so, dass da eine gewisse Volatilität vorhanden ist. Aber man darf immer noch mal festhalten, dass wenn etwas komplett in die Hose geht oder der Arbeitnehmer deutlich weniger ausgezahlt bekommt, als er letztendlich eingezahlt hat, das könnte schon ein Fallstrick sein für ein Haftungsrisiko und für ein Nachschussrisiko für Sie als Arbeitgeber. Zweiter Punkt, Sicherungsfonds. Sicherungsfonds, das bei einem deutschen Versicherer eine betriebliche Altersversorgung zu haben, nicht nur betrieblich, auch eine private Altersversorgung, aber es heißt grundsätzlich, sollte ein deutscher Versicherer irgendwann so in die Schieflage geraten, dass er insolvent ist, dann gibt es in Deutschland den Sicherungsfonds Protektor und Protektor würde dann für die eingegangenen Garantien einspringen und 100% der Garantien auffangen.
So die bekanntesten ausländischen Versicherer Canada Life und Standard Life sind nicht Mitglied dieses Sicherungsfonds. Das könnte also, es gibt keine Indizien, dass es diesen Versichern schlecht geht. Aber auch bei Lehman Brothers hat man vielleicht nicht unbedingt im Vorfeld damals erkannt, dass es dort eine Schieflage gibt. Und sollte also Canada Life oder Standard Life irgendwann in eine Schieflage geraten und eine Insolvenz anmelden, dann würde der deutsche Sicherungsfonds hier nicht für die Garantien aufkommen, weil Canada Life und Standard Life nicht Mitglied dieses Fonds sind. Ja, und der Brexit hat dazu geführt, dass gerade auch britische Versicherer den Weg raus aus Großbritannien gesucht haben, vielleicht sogar nur den kurzen Weg nach Irland, manchmal sogar ein bisschen weiter. Aber auch hier darf man festhalten, in Großbritannien gab es einen Sicherungsfonds in Höhe von 90%. In Irland und in vielen anderen Ländern der Welt gibt es keinen Sicherungsfonds. Also darf man auch hier nochmal genauer hinschauen, insbesondere vielleicht auch in der Kostensituation, weil jeder Versicherer kocht in Anführungsstrichen mit dem gleichen Wasser. Man kann immer nur bedingt bessere Renditen erwirtschaften als andere Versicherer, die gleichartig anlegen. Und immer jede Rendite, die erwirtschaftet wird, ist immer eine Bruttorendite. Und von der Bruttorendite werden immer noch die Kosten abgezogen. Und auch hier, ohne einzelne Namen zu nennen, darf man nicht selten feststellen, dass gerade ausländische Versicherer zum Teil deutlich kostenintensiver agieren, als es vielleicht bei dem ein oder anderen bekannten deutschen Versicherer der Fall ist. Also hier wirklich als erster Punkt Augen auf bei ausländischen Versicherern. Der zweite Fall, Haftungsrisiken, Anbieter mit überraschenden Klauseln. Ich möchte Sie nicht dazu einladen, bei jedem Versicherungsvertrag die 68 bis 80 Seiten Vertragswerk durchzulesen. Also das muss nicht Ihre Aufgabe in den Personalabteilungen sein. Aber ich nehme es vorweg, das kommt nachher nochmal. Wir übernehmen sowas für Sie sehr gerne. Also wer bei uns als Arbeitgeber Mitglied im IPV ist, die Mitgliedschaft für Arbeitgeber an dieser Stelle eingeflochten, kostet sagenhafte 30 Euro im Jahr. Aber wenn Sie Mitglied sind bei uns, dann übernehmen wir für Sie die Prüfung, ob dort irgendwelche überraschenden Klauseln im Vertragswerk sind. Das können wir sehr schnell machen, weil wir entsprechende Erfahrungen mit den Versicherungsgesellschaften haben. Aber vielleicht eine überraschende Klausel, die ich Ihnen einfach hier mal präsentieren möchte. Wir haben hier mal einen Vertrag. Momentan gibt es diese Verträge immer seltener, aber gerade in den bestehenden Verträgen passiert so etwas. Hier ist es ein Vertrag der Zürich Deutscher Herold Lebensversicherungs AG. Die haben also im Grunde genommen gesagt, wenn ihr eine Beitragszusage mit Mindestleistung habt, heißt es auf Deutsch formuliert, es ist immer das Geld, was eingezahlt worden ist in dem Vertrag, ist auch tatsächlich immer wieder vorhanden, sodass man, wenn hier oder der Arbeitnehmer bekommt garantiert das, was er eingezahlt hat, auch auf jeden Fall wieder raus. Natürlich hoffentlich mit Zinsüberschüssen, aber die unterste Grenze ist, das, was ein Mitarbeiter eingezahlt hat, bekommt er auch tatsächlich wieder raus. Aber die Zürich Deutscher Herold sagt, wir haften aber nicht für diese Garantie, sondern wir haben die Haftung für diese Garantie ausgelagert auf eine Drittgesellschaft. Und wenn man jetzt ganz nach oben schaut, sieht man hier, die Drittgesellschaft firmiert in der Rechtsform einer GmbH. Und dann muss man immer sagen, es ist ein bisschen, es hat ein kleines Geschmäckle, wenn man sagt, ich lagere eine hundertprozentige Haftung aus auf einen Rechtsträger, der in der Rechtsform einer GmbH firmiert. Also auch hier darf man gerne nochmal draufschauen. Der häufigste Haftungsfall, und das ist eigentlich das Thema der Einladung gewesen, der häufigste Haftungsfall, den wir momentan aber haben, bezieht sich auf sogenannte regulierte Pensionskassen. Hier hole ich auf der Tonspur ein kleines bisschen aus. Also wir müssen bei den Pensionskassen unterscheiden zwischen regulierten und deregulierten Pensionskassen. Jetzt ist es ein bisschen irreführend in der Wortfindung, aber die deregulierten Pensionskassen sind an dieser Stelle die guten. Dort hat man als Arbeitgeber nichts zu befürchten.
Die regulierten Pensionskassen, da darf man dann wirklich sehr genau hinschauen. Und für Sie vielleicht als einfaches Instrument, es gibt einen roten Faden, der fast immer zutrifft. Nicht immer, aber der fast immer zutrifft. Wenn Sie Pensionskassen bei sich im Betrieb haben, die in der Rechtsform einer AG firmieren, Pensionskasse AG, Aktiengesellschaft, dann ist es im Regelfall eine der guten, also eine deregulierte Pensionskasse, wo Sie nichts zu befürchten haben. Ist die Pensionskasse in der Rechtsform eines VVAGs, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dann müssen wir dort ein bisschen genauer hinschauen. Denn diese Pensionskassen in der Rechtsform eines VVAGs, die dürfen mit anderen Parametern arbeiten, wie es eigentlich eine deregulierte Pensionskasse macht. Eine deregulierte Pensionskasse, die richtet sich zum Beispiel nach dem staatlich festgelegten Garantiezins. Aktuell ist er nicht sehr erquicklich. Seit diesem Jahr ist der staatlich garantierte Garantiezins 0,25%. Die Pensionskassen VVAG, die haben die Möglichkeit, mit anderen Rechnungsparametern zu arbeiten. Es gab in der Vergangenheit also nicht selten Pensionskassen, die gesagt haben, 3,5% erwirtschaften wir immer. Also geben wir eine Garantie, dass wir 3,5% erwirtschaften. Man hat sich nicht unbedingt immer gehalten an die durchschnittliche Lebenserwartung, die man in Deutschland hat, sondern man hat vielleicht sportlichere Sterbetafeln angelegt, weil man gesagt hat, unser Klientel wird gar nicht so alt wie der Durchschnitt. Also haben wir eine geringere Lebenserwartung. Das durfte man machen, solange man sowas belegen konnte. Aber im Kleingedruckten dieser Pensionskassen gibt es immer eine sogenannte Sanierungsklausel. Und die Sanierungsklausel besagt, sollte die Pensionskasse treuhänderisch nachweisen, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die ausgesprochenen Garantien zu erwirtschaften, dann darf sie die Berechnungsparameter, die zu der Garantie geführt haben, neu bemessen. Auf Deutsch gesprochen, eine ausgesprochene Garantie heißt nicht mehr Garantie. Eine Garantie ist nicht mehr garantiert. Und dieses Recht erstreckt sich nicht nur auf zukünftig abzuschließende Verträge, sondern dieses Recht bezieht sich auch auf alte Bestandsverträge. Das heißt also wirklich, Ihr neuer Mitarbeiter, der zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, ich habe da so eine Pensionskasse bei meinem alten Arbeitgeber gehabt und bitte, das möchte ich gerne fortführen, weil hier steht noch drin, ich habe eine Garantie von 4%. Das gibt mir heute keiner mehr. Bitte, diesen Vertrag möchte ich fortführen. Und Sie sagen als Arbeitgeber, ja, klasse. Also 4% Garantie, die hätte ich auch gerne. Selbstverständlich beraube ich dir nicht diesen Vertrag. Dann selbstverständlich unterschreibe ich dir das. Und an der Stelle muss man einfach sagen, mit der Unterschrift garantieren Sie dann dem Mitarbeiter die 4%. Die Pensionskasse hat im Kleingedruckten die Möglichkeit zu sagen, wir haben gerade festgestellt, dass wir die Garantien nicht halten können. Deswegen zahlen wir zukünftig nur noch 1% oder ein halbes Prozent als Garantie. Und da muss man dann sehr deutlich sagen, an dieser Stelle korrespondiert das Recht der Pensionskasse nicht mit dem Arbeitsrecht. Für den Arbeitgeber bedeutet das, Sie haben 4% garantiert mit Ihrer Unterschrift. Wenn die Pensionskasse aber nur noch 2% ausschüttet, dann haften Sie für das entstehende Delta. Und wir sprechen nicht über einen Exoten. Wir haben in Deutschland 138 regulierte Pensionskassen. Davon sind aktuell 40 Pensionskassen unter verschärfter Beobachtung vom BaFin, vom Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen. 27 Pensionskassen haben bereits die Sanierungsklausel gezogen. Und da sind auch sehr namhafte dabei, also die Caritas-Pensionskasse, die Kölner Pensionskasse, die Pensionskasse der Deutschen Steuerberaterversicherung. All das sind Pensionskassen, die die Sanierungsklausel bereits gezogen haben. Und einer, der den roten Faden verlässt, aber auch das ploppt gerade bei uns vermehrt auf, die neue Leben-Pensionskasse, die dann tatsächlich aber als AG firmiert.
Aber trotzdem ist sie an dieser Stelle auch eine regulierte Pensionskasse. Auch da hat man als Arbeitgeber unter Umständen wirklich das Haftungsrisiko. Ich habe jetzt gerade wirklich in der letzten Woche von der Steuerberaterversorgungskasse habe ich dort Beispiele auf den Tisch bekommen aus einer großen Steuerberatungskanzlei. Nur um Ihnen das vor Augen zu führen, da waren Betriebsrentner, die bereits eine Rente bekommen aus der Pensionskasse. Diese Pensionskasse war garantiert ursprünglich mit 300 Euro Rente und dort ist es gekürzt worden auf 220 Euro Rente. Und hier für den Steuerberater heißt das im Grunde genommen, jeden Monat muss dieser Steuerberater pro Mitarbeiter 80 Euro nachlegen, solange wie die Pensionskasse nicht in der Lage ist, die ursprüngliche Garantie zu erwirtschaften. Also hier wirklich, da ist ordentlich Brisanz. Haftungsrisiko Fall 4, relativ neu. Ich habe eben schon gesagt, der staatliche Garantiezins ist runtergegangen auf 0,25% brutto. Das heißt, ein Versicherer, der hat natürlich auch noch Garantien oder Kosten, die er erwirtschaften muss. Und das führt unterm Strich dazu, dass fast alle Versicherer am Markt für Neuabschlüsse keine 100-prozentige Beitragsgarantie bei Abschluss mehr geben. Ich sage ganz bewusst bei Abschluss. Was heißt also, im Grunde genommen sagt ein Versicherer heute, wenn du mir 100 Euro im Rahmen der Entgeltumwandlung gibst, dann garantiere ich dir heute, dass du zum Abschluss mindestens 90 Euro wiederbekommst. 90-prozentige Garantie, 80-prozentige Garantie, all das ist weit verbreitet am Markt. Das ist jetzt nicht schlimm, weil ich sage jetzt mal, das ist nur der Worst-Case-Fall. Und auch heute erwirtschaften die guten Versicherer in relativ sicheren Produkten immer noch 3% Bruttorendite, die immer in den Vertrag eingebucht werden. Das heißt, man ist relativ schnell wieder bei 100%. Aber es ist die neue Welt. Wenn ich jetzt, ich bin ein bisschen näher an den Niederlanden dran als Sie. Mein Betreuungsgebiet, das erstreckt sich auch bis an die holländische Grenze. Und je näher ich an die holländische Grenze komme und je öfter ich vielleicht mit holländischen Mitarbeitern in deutschen Unternehmen zu tun habe, die sagen immer schon, ja, ihr Deutschen mit euren Garantien. Garantien kosten Geld, Garantien rauben Rendite. In Holland gibt es fast kein Finanzprodukt mit einer Garantie, sondern wir haben einfach Vertrauen in die langfristigen Kapitalmärkte und dann kommt immer mehr raus, als man eingezahlt hat. Ihr Deutschen mit euren Garantien. Gut, jeder ist da ein bisschen anders gestrickt. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, wenn ein Versicherer sagt, ich kann am Anfang des Vertrages keine 100-prozentige Beitragsgarantie aussprechen, dann ist dieses kein Haftungsrisiko für Sie als Arbeitgeber, solange Sie sich über eine beitragsorientierte Leistungszusage unterhalten. Und das ist aktuell am heutigen Versicherungsmarkt in Deutschland in mindestens 90% aller Fälle der Fall. Sollten Sie irgendwo auf eine Beitragszusage mit Mindestleistung stoßen, die verschwinden gerade vom Markt, aber hier ist ein Risiko gegeben, weil hier haften Sie immer für 100% der Beiträge. Aber keine Angst für Sie als Arbeitgeber, wenn Ihr Versicherer um die Ecke kommt und sagt, Ihr Mitarbeiter möchte einen Vertrag eingehen und wir können aber am Anfang nur 90% Garantie geben. Das ist kein Haftungsrisiko für Sie als Arbeitgeber. Wir empfehlen aber, wenn es, auch da gibt es zum Beispiel, ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Vertrag von der Hook gehabt zur Prüfung. Bei der Hook stand sogar drin, am Anfang gibt es nur 50% Beitragsgarantie und da empfehlen wir natürlich, also zwischen 50 und 100, das ist ein langer Weg, bis da wirklich 100% erreicht sind. Und hier empfehlen wir wirklich, dass man sich vom Arbeitnehmer dann nochmal gegenzeichnen lässt, dass man ganz bewusst darauf hinweist, dass die Garantie bei Abschluss eine unterdurchschnittliche Garantie ist. Aber hier würden wir Ihnen auch helfen, wenn Sie diese Fälle im Unternehmen haben. An dieser Stelle möchte ich hier nur ein bisschen die Bauchschmerzen nehmen, dass dieses kein absolutes Haftungsrisiko für die Unternehmen ist. Haftungsrisiko Fall 5.
neue Haftungsrisiken aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz heraus. Ich sage es mal vorsichtig. Ich hoffe, oh, Frau Kruse meldet sich. Das flechten wir sofort einmal ein. Frau Kruse, sehr gerne. Ja, ich möchte eigentlich wissen, wenn wir den Mitarbeiter darauf hinweisen, sind wir dann aus der Haftung raus? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, also grundsätzlich gibt es bei dieser Form der Verträge erstmal kein Haftungsrisiko für Sie als Arbeitgeber. Wir wünschen uns aber immer nur noch mal eine Klarstellung mit dem Mitarbeiter. Also selbst, ich sage jetzt mal, bei dieser Form der Verträge, bei einer beitragsorientierten Leistungszusage, die ich eben genannt habe, selbst im Worst-Case-Fall. Worst-Case-Fall heißt, auch bei Ablauf greift die 90%-Klausel. Also ich habe eben das Beispiel gemacht, der Mitarbeiter zahlt 100 Euro ein und die Garantie, die bei Abschluss abgegeben wird, lautet, du kriegst garantiert 90 wieder raus. Selbst wenn dieses Worst-Case-Szenario eintritt, dass wirklich nur die Garantie greift, solange wir über eine beitragsorientierte Leistungszusage sprechen, ist selbst diese 90%-prozentige Garantie kein Haftungsrisiko für Sie als Arbeitgeber. Das ist also bei der Direktversicherung ein bisschen anders als bei der Pensionskasse, die wir eben hatten. Bei der Pensionskasse ist es eben so, dass Sie eingetreten sind in die Garantie der Pensionskasse, die da vielleicht gelautet hat 4% Verzinsung. Und wenn diese 4% dann unterschritten werden, weil man die Parameter geändert hat seitens der Pensionskasse, dann ist es ein Haftungsrisiko für Sie als Arbeitgeber. Auf Deutsch gesprochen, eine Direktversicherung im Rahmen der Entgeltumwandlung, im Rahmen einer beitragsorientierten Leistungszusage, dann haben Sie alles richtig gemacht als Arbeitgeber. Dort gibt es kein Haftungsrisiko. Bei Pensionskassen gibt es das unter Umständen. Aber wir möchten hier nur einfach eine Fokussierung für den Arbeitnehmer, dass hier auch nochmal ganz deutlich gemacht wird für den Arbeitnehmer, nicht dass dort ich sag mal, nachher irgendwo rein interpretiert wird, der Mitarbeiter wusste gar nichts von dem Umstand. So dass hier einfach eine Klarstellung ist, lieber Mitarbeiter, wir weisen nochmal ganz besonders darauf hin, dass in einem absoluten Worst-Case-Szenario weniger zur Auszahlung kommt, als du eingezahlt hast. Ohne, dass es ein Haftungsrisiko für Sie als Arbeitgeber ist. Betriebsrentenstärkungsgesetz. Die meisten von Ihnen dürften diesen Begriff schon mal gehört haben, weil insbesondere zum 1.1. diesen Jahres die finale Stufe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes gezündet worden ist. Und ich hatte eingangs versprochen, zwei Punkte liegen mir am Herzen, die ich ganz kurz erläutern möchte. Der erste Punkt zum Betriebsrentenstärkungsgesetz, einfach nur weil wir als IPV auch überrascht worden sind, dass dieses erstens so wenig Anklang gefunden hat, augenscheinlich, und zweitens viele Arbeitgeber überhaupt nicht vom Vertrieb der Versicherungsgesellschaften über einen bestimmten Punkt informiert worden sind. Und deswegen möchte ich das hier einfach ganz gerne nochmal aufgreifen. Sinn und Zweck des Betriebsrentenstärkungsgesetzes war, man hat festgestellt, dass viele Arbeitnehmer nicht in der Lage waren, eine betriebliche Altersversorgung einzugehen. Und man wollte einfach an dieser Stelle die Betriebsrente so attraktiv gestalten und aufstellen, dass möglichst viele die Möglichkeit wahrnehmen, zusätzlich über die betriebliche Altersversorgung fürs Alter vorzusorgen. Einer der wesentlichen Punkte des Betriebsrentenstärkungsgesetzes ist die sogenannte Geringverdienerförderung. Die Geringverdienerförderung für Arbeitgeber, ein sogenannter Paragraph 100 im Einkommensteuergesetz. Ich habe hier ganz bewusst Geringverdiener in Anführungszeichen gesetzt, weil gerade in unseren norddeutschen Breitengraden werden wir sehen, dass hier werden ganz viele unserer Mitarbeiter sehr wahrscheinlich als Geringverdiener dargestellt in diesem Gesetz. Weil erstmalig hat das Gesetz in Deutschland, ein Gesetz in Deutschland festgelegt, wer im Sinne des Gesetzes ein Geringverdiener ist.
Und man hat hier festgelegt, im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, jeder Arbeitnehmer ist Geringverdiener, der für seine Arbeit weniger als 2.575 Euro brutto im Monat bekommt. Das Gesetz hat sich hier ganz einfach gemacht. Man hat hier auch nicht unterschieden, ist es ein Berufsanfänger oder ist es ein Altgeselle. Man hat auch nicht unterschieden, bin ich eine Vollzeitkraft oder eine Teilzeitkraft. Also gerade bei den Teilzeitkräften, also ich kenne jetzt gerade so ad hoc keine Teilzeitkraft, die mehr als 2.575 Euro brutto verdient. Und also es erfasst unwahrscheinlich viele Arbeitnehmer. Und das Gesetz versetzt hier die Arbeitgeber in der Lage, wenn deine Mitarbeiter in diesem Bereich verdienen und darunter sich bisher noch keine Gedanken über die betriebliche Altersversorgung gemacht haben, weil das eigene Portemonnaie vielleicht ein bisschen schmal ist, dann versetzen wir euch in die Lage, lieber Arbeitgeber, dass ihr diesen Mitarbeitern die betriebliche Altersversorgung zumindest ein Stück weit schenkt. Das sollt ihr jetzt nicht aus reiner Nächstenliebe tun, sondern wir fördern euer Engagement. Ihr bekommt, also andersrum formuliert, ihr dürft bis zu 80 Euro monatlich für eure Mitarbeiter aufwenden. Und wenn ihr etwas aufwendet für eure Mitarbeiter, dann könnt ihr 30% eures Förderbetrages direkt im Rahmen der des Lohnsteuerabzugsverfahrens wieder einbehalten. Also wer 960 Euro als Höchstbeitrag jetzt hier fördert, wer seinen Mitarbeitern 960 Euro schenkt, der bekommt 288 Euro erstattet im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens. Die Differenz aus den 960 Euro und den 288 Euro, die bleibt weiterhin Betriebsausgabe. Und wenn ihr steuerpflichtig seid als Unternehmen und auch Gewinne fahrt und einen Unternehmenssteuersatz von 30% habt, dann spart ihr auf den Differenzbetrag nochmal eure Unternehmenssteuer. Also eine durchaus attraktive Förderung, die man dann auch als soziale Komponente in den Unternehmen einsetzen kann. Frage ist natürlich immer gleich aus den Unternehmen, und was ist, wenn der Mitarbeiter dann plötzlich irgendwann mehr verdient und aus dieser Regelung rausfällt? Wir empfehlen immer, auch an dieser Stelle, dieses ist ein Gesetz, was hier eine Grenze eingezogen hat, aber im Zuge der Gleichbehandlung sollte man dann auch Mittel finden, dass man dann sagt, wenn ich einem Mitarbeiter etwas schenke, schenke ich allen Mitarbeitern etwas und dann im Zweifel nur bei den Mitarbeitern, die hier dann unterhalb von 2.575 Euro brutto liegen, die bei denen hole ich mir dann die Sonderförderung ab. Aber das können wir auch individuell in den Unternehmen erläutern. Auch da bin ich dann einfach gerne Ihr Sparringspartner, dass wir dort einfach nach Möglichkeiten suchen. Wichtig ist nochmal eben an dieser Stelle, diese 2.575 Euro sind das regelmäßige Brutto. Also es wird auch nicht Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Schichtzulagen noch darauf umgelegt, sondern es ist wirklich nur das regelmäßige Brutto und damit erfasst es wirklich dann sehr wahrscheinlich sehr viele Arbeitnehmer. Also für Sie grundsätzlich, wenn Sie sagen, ich könnte mir sowas vorstellen, dann sollten Sie erstmal klären für sich, erstens, möchte ich als Arbeitgeber etwas verschenken? Zweitens, habe ich eigentlich ausreichend Geringverdiener? Und wenn wir das dann geklärt haben, dann können wir gerne konzeptionell weiterdenken. Aber jetzt hier für Sie einfach mal, ich habe eben gesagt, auch wir als IPV waren überrascht. Was schätzen Sie denn, wie viele Unternehmen haben 2020 die Geringverdienerförderung in Anspruch genommen? Herr Kenser hat hier aufgeploppt. Hier gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Klicken Sie einfach mal drauf, wie viele Unternehmen deutschlandweit haben diese Förderung in Anspruch genommen. Herr Decker, wir geben noch 5 Sekunden. Ja, das machen wir gerne. Das gibt mir die Gelegenheit, einen Schluck Kaffee zu trinken. Kalter Kaffee soll schön machen. Gut, vielen Dank. Ich gebe mal die Ergebnisse frei für uns alle. So, ein eindeutiges Bild.
fast ja, über 80% sagen, 8.205 Unternehmen haben bundesweit die Geringverdienerförderung in Anspruch genommen. 18% waren optimistisch, haben gesagt, ein paar mehr sind es dann doch. Und es freut mich, dass hier 0% die höchste Variante gewählt haben, weil das hätte meinen Eindruck bestätigt. Aber laut offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt haben tatsächlich 82.000 Unternehmen in Deutschland im Jahr 2020 die Geringverdienerförderung in Anspruch genommen und haben für insgesamt 1 Million Mitarbeiter einen Zuschuss für die betriebliche Altersversorgung über diesen Weg generiert mit einem durchschnittlichen Jahresbeitrag von 570 Euro. Also wirklich ein ordentliches Fund, habe ich nie damit gerechnet. Ich bin der Berater vom IPV für den norddeutschen Raum und ich habe es eben schon gesagt, ich bin tätig von der holländischen Grenze über die dänische Grenze bis zur polnischen Grenze, alles was nördlich von Hannover ist. Das ist mein Verantwortungsgebiet, wo ich unterwegs bin. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz gibt es seit etwas mehr als 3 Jahren und ich habe in meinem Betreuungsgebiet sagenhafte 4 Unternehmen tatsächlich gehabt, mit denen wir die Geringverdienerförderung umgesetzt haben. Das heißt also wirklich, es ist offensichtlich und da gibt es leider keine statistischen Zahlen drüber, aber mein Kollege in Bayern, der hat ganz andere Erfahrungsberichte. Der sagt, das gehörte bei ihm fast zum täglichen Brot, dass er in diesem Bereich beraten hat. Hier in Norddeutschland anscheinend nicht. Das war einfach mir nur nochmal wichtig, um Ihnen das hier zu signalisieren, weil es ist ein Weg für Sie als Arbeitgeber, als sozialer Arbeitgeber aufzutrumpfen. Hier nochmal als deutliche Zahl, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte 400 Euro aufwenden für den Mitarbeiter, dann kriegen Sie 120 Euro sofort wieder im Rahmen des BAV-Förderbetrages. Der Nettoaufwand von 280 Euro, den dürfen Sie noch dem Betriebsausgabenabzug unterlegen, sodass man salopp gesagt sagen kann, die Hälfte von dem, was Sie tatsächlich aufwenden, schlägt sich bei Ihnen einfach nur als tatsächlicher Arbeitgeberaufwand nieder. Kann man mal drüber nachdenken, wenn man ganz groß agieren möchte. Und dann bin ich mit diesem Themenbereich fertig. Aber auch hier möchte ich Ihnen nur ganz kurz ein Modell zeigen, das ich mit einem Arbeitgeber im Emsland umgesetzt habe. Dieser Arbeitgeber hat gesagt, wenn der Mitarbeiter 100 Euro Entgeltumwandlung macht, dann kriegt er von mir einen Zuschuss auch von 100 Euro. Ich muss meine Mitarbeiter binden, ich möchte als sozialer Arbeitgeber auftreten. Das mag jetzt erstmal verwunderlich klingen, dass man so großartig an die betriebliche Altersversorgung rangeht. Wenn du 100 Euro nimmst, kriegst du auch von mir 100. Aber der Arbeitgeberaufwand ist deutlich reduzierter. Denn 100 Euro Entgeltumwandlung löst im Rahmen der Lohnnebenkostenersparnis einen Aufwand von 20 Euro aus, sodass der Arbeitgeberzuschuss von 100 Euro reduziert wird um 20 Euro Lohnnebenkostenersparnis auf 80. Diese 80, wer jetzt eben aufgepasst hat, sagt, Mensch, das ist der Höchstbeitrag in der Geringverdienerförderung. Also 80 Euro aufgewendet, darauf 30%. Ergibt dann hier einen reinen Arbeitgeberaufwand von 56 Euro, die dann noch dem Betriebsausgabenabzug unterliegen. Bei 30% Unternehmenssteuersatz gehen hier dann nochmal rund 17 Euro wieder raus, sodass man am Ende des Tages sagen kann, die soziale Komponente des Arbeitgebers, wenn du 100 Euro aufwendest, kriegst du von mir 100, läuft dann letztendlich beim Arbeitgeber im Netto nur auf rund 40 Euro hinaus. Das nur so als kleines Beispiel am Rande, wie man mit der betrieblichen Altersversorgung spielen kann. Zurück zu den Haftungsrisiken. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat auch gesagt in seiner finalen Stufe, jede betriebliche Altersversorgung, die der Arbeitnehmer macht, weil ihr als Arbeitgeber Lohnnebenkosten spart und euch die Lohnnebenkostenersparnis nicht in die eigene Tasche stecken sollt, müsst ihr 15% des Arbeitnehmerbeitrages dem Arbeitnehmer on top geben. Heißt also auf Deutsch, wenn der Arbeitnehmer 100 Euro Entgeltumwandlung macht, dann müsst ihr mindestens euch mit 15 Euro an der Altersversorgung beteiligen.
Bei Neuverträgen ist das schon seit 2019 so. Seit Ende letzten Jahres, seit Anfang diesen Jahres müssen Sie als Arbeitgeber dieses auch auf bestehende Verträge zahlen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Das heißt, auch der Vertrag, den der Mitarbeiter hat, der schon 10 oder 15 Jahre alt ist, wenn der bisher keinen Zuschuss gehabt hat, dann müssen Sie seit 1.1. diesen Jahres diesen Zuschuss zahlen. Es sei denn, Sie unterliegen einem Tarifvertrag. Wenn der Tarifvertrag sagt, wir haben die betriebliche Altersversorgung geregelt und wir sehen keinen Zuschuss vor, der Tarifvertrag hat immer Vorrang. Wenn Sie keinem Tarifvertrag unterliegen oder der Tarifvertrag hier eine entsprechende Regelung vorschreibt, dann müssen Sie den Zuschuss dann letztendlich zahlen. Für Sie als kleiner Überblick: Wenn Sie in den bestehenden Verträgen also weniger als 15% zahlen, dann haben Sie einen gewissen Handlungsbedarf. Wenn Sie Sozialversicherungsersparnisse oder die Sozialversicherungsersparnis muss kausal für den Zuschuss sein. Das heißt also, bei ganz alten Verträgen, Sie kennen es vielleicht, da musste man auf die Direktversicherung eine Pauschalsteuer zahlen als Arbeitgeber. Wenn der Vertrag vor 2005 gefertigt worden ist in der Rahmen der Direktversicherung, dann konnte man oder bekommt man die Leistung steuerfrei, aber der Aufwand, der gezahlt wird, der konnte einer Pauschalsteuer unterlegt werden. Diese Pauschalsteuer darf nicht angerechnet werden, dann haben Sie Handlungsbedarf. Es gibt hier also einen kleiner Überblick. Der Zuschuss, der muss sofort gewährt werden. Man darf also nicht sagen, ja, bleib du mal erstmal ein Jahr bei mir. Und wenn du ein Jahr da bist, dann darfst du erst den Zuschuss bekommen. Das ist auch nicht legitim im Sinne des Gesetzes. Also hier gibt es bestimmte Handlungsbedarfe. Für Sie das, der wichtigste Aspekt, wenn Sie keinen Zuschuss zahlen oder einen Zuschuss, der weniger als 15% beträgt, dann haben Sie einen akuten Handlungsbedarf. Und ich möchte Sie davor warnen, den Mitarbeiter dahin zu drängen und zu sagen, den Zuschuss willst du doch nicht haben, oder? Du bekommst bei mir schon so viel. Du willst ja jetzt nicht auch noch einen Zuschuss auf die Altersversorgung haben. Eine solche Vereinbarung, die wäre nichtig. Und bitte ignorieren Sie es auch nicht, weil der Mitarbeiter hat hier sehr weitreichende Rechte. Und das Stammrecht gilt 30 Jahre ab Rentenbeginn. Und selbst jede einzelne Rentenrate ist noch 3 Jahre einklagbar. Was ich damit sagen will: Wenn Sie den Zuschuss nicht zahlen, Ihr Mitarbeiter muss nicht heute auf Konfrontationskurs gehen, sondern er darf das Ganze durchaus bis zum Rentenbeginn aussitzen. Und wenn er dann nicht mehr Ihr Mitarbeiter ist, sondern Rentner ist, dann darf er dann immer noch auf Sie zukommen und sagen, eigentlich hätte ich seit 2022 15% Zuschuss für meine Entgeltumwandlung bekommen müssen. Das hast du leider nicht gemacht und deswegen möchte ich das jetzt gerne nachfordern. Und im Übrigen, ich fordere jetzt nicht nur die 15% ein, sondern auch den darauf entgangenen Zinsgewinn aus dem Vertrag heraus. Das ist das gute Recht des Arbeitnehmers aus diesem Gesetz heraus. Und deswegen sollte man hier, wer es noch nicht gemacht hat, wirklich schleunigst hier die Weichen stellen, auch da würden wir Sie entsprechend unterstützen. Für Sie im Umgang mit der betrieblichen Altersversorgung, Sie müssen also im Grunde genommen fast jeden Vertrag der betrieblichen Altersversorgung noch einmal wieder in die Hand nehmen, schauen, ob es mit dem Gesetz übereingeht. Man muss natürlich auch die Lohnbuchhaltung entsprechend dann aktualisieren. Wenn Sie einen Versicherer haben, der bei Ihnen das Gros im Unternehmen macht, vertrauen Sie sich dem Versicherer an, weil die wissen, was Sie dort an dieser Stelle zu tun haben und die nehmen Ihnen ganz viel Arbeit ab. Wenn Sie keinen festen Versicherer haben, dann kommen Sie auch gerne auf uns zu, dann bekommen Sie von uns einen entsprechenden Fahrplan. Ich habe jetzt gerade Ende Dezember mit einem Unternehmen zu tun gehabt, die hatten, war auch mein persönliches Highlight, 28 Arbeitnehmer und 21 verschiedene Versicherungsgesellschaften in der betrieblichen Altersversorgung. Also das habe ich so auch noch nicht gehabt. Da ist es natürlich schwer, einen Ansprechpartner zu finden, der mich dann hier unterstützt.
Wer mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz noch nicht ganz so unterwegs ist von Ihnen, wir haben das Ganze, damit Sie nicht das Gesetz durchblättern müssen, in einem kurzen und knappen Report, das sind ein paar Seiten, aber sehr verständlich geschrieben, fordern Sie es gerne bei mir an, dann kann man sich an der Stelle auch gerne nochmal einlesen. So, und Haftungsrisiko 6, es gibt unendlich viele Haftungsrisiken. Gleichbehandlung befolgt, Gruppenkonditionen, Einschränkung des Rechtsanspruches, das heißt also auch dort in vielen Unternehmen, solange wie du in der Probezeit bist, darfst du keine betriebliche Altersversorgung machen. Das haut eigentlich gesetzesmäßig so nicht hin. Sie können nicht alles machen. Sie können nicht alles gewährleisten und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss meines Vortrages hier ein paar Handlungsempfehlungen geben, was Sie machen dürfen, was Sie machen können. Der erste Schritt, der IPV hilft Ihnen. Wenn Sie Mitglied sind oder Mitglied werden beim IPV, dann dürfen Sie, bevor Sie einen Vertrag der Mitarbeiter unterschreiben, diesen Vertrag uns für einen arbeitsrechtlichen Kurzcheck zur Verfügung stellen und bekommen von uns dann innerhalb von wenigen Werktagen einfach ein Kurzstatement zu dem Vertrag. Also Prozedere, der neue Mitarbeiter kommt zu Ihnen ins Unternehmen, hat einen Vertrag im Rucksack. Bevor Sie den unterschreiben, dürfen Sie uns den zukommen lassen und dann kriegen Sie von uns im Ampelsystem eine Rückmeldung. Ampelrot würde bedeuten, aus den und den Gründen raten wir dir arbeitsrechtlich davon ab, den Vertrag zu übernehmen. Ampelgrün, es spricht nichts gegen eine Übernahme des Vertrages. Manchmal gibt es auch Ampelgelb. Ampelgelb könnte dann heißen, der Vertrag ist für euch arbeitsrechtlich als Arbeitgeber eigentlich sauber, aber weiß der Mitarbeiter eigentlich, was er da unterschrieben hat, dann ist da vielleicht ein Hinweis auf ein Kostenrisiko. Vielleicht haben wir relativ häufig, der Vertrag läuft bis zum Rentenbeginn, aber die integrierte Berufsunfähigkeit endet mit 55. Da muss man dann auch einfach sagen, weiß der Mitarbeiter eigentlich wirklich, dass die Berufsunfähigkeit so frühzeitig endet oder eben nicht. Also das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn Sie eine gewisse Größe als Arbeitgeber haben, dann empfehlen wir Ihnen eine Versorgungsordnung, eine Betriebsvereinbarung, denn an der betrieblichen Altersversorgung klebt Arbeitsrecht. Eigentlich nicht nur Arbeitsrecht, es hängt Sozialversicherungsrecht dran, es hängt Steuerrecht dran. Und im Grunde genommen, eine Versorgungsordnung ist ja ein Spielregelwerk, wie die betriebliche Altersversorgung bei Ihnen im Unternehmen gehandelt wird. Sie haben also ein einheitliches Vertragswerk, da steht drin, was passiert, wenn der Mitarbeiter ausscheidet, was passiert, wenn ein neuer Mitarbeiter hinzukommt, wie gehen Sie mit der betrieblichen Altersversorgung um, wie sind die steuerlichen, rechtlichen Regeln. Also Sie schaffen für sich als Unternehmen eine absolute Rechtssicherheit. Sie haben einheitliche, schlanke Strukturen. Und manchmal wird es tatsächlich in Unternehmen auch eingesetzt als Marketinginstrument, weil man so ein bisschen damit protzen will, obwohl wir in Anführungsstrichen nur ein kleiner Arbeitgeber sind, haben wir die betriebliche Altersversorgung so geregelt, als ob wir ein Großbetrieb sind. Also ein kleines bisschen Außendarstellung. Man erfüllt alle Informationspflichten, man vermeidet Extrawürste, man stellt die Gleichbehandlung sicher und man kann also ganz viel in eine solche Versorgungsordnung reinschreiben, sodass man dann, sollte irgendwann irgendjemand sagen, hier möchte ich dich haftbar machen, kann man immer sagen, nein, wir haben eine Versorgungsordnung und nach dieser Versorgungsordnung haben wir uns tatsächlich gerichtet. Wenn Sie also Hilfe brauchen, wir als IPV unterstützen Sie gerne. Ich habe es mehrfach heute schon gesagt, wir sind kein Versicherer, also wir haben kein Vertriebsinteresse. Wir sind anbieterneutral, also bei uns kann man nichts kaufen und Sie entscheiden als Arbeitgeber letztendlich, mit welchem Versicherer Sie denn agieren möchten. Das Ganze können wir digital machen. Mein Chef sagt aber auch immer, Decker, du bist geboostert, du bist getestet. Wer dich sehen will, hat selbst Schuld. Also ich darf sogar rausfahren. Also wenn Sie sagen, ich möchte den Decker lieber nicht digital, sondern ich brauche den bei uns im Unternehmen, dann können wir das Ganze machen. Und wir agieren nicht nur als Rechtsauskünftegeber, sondern wir agieren auch tatsächlich haftungssicher.
Denn an dem IPV dran hängt eine Rechtsdienstleistungs-GmbH. Und wenn man es auf einen Nenner bringen möchte, alles, was Rechtsauskünfte sind, Gestaltung, Tipps, Ratschläge, alles das, das machen wir kostenfrei im Rahmen der Mitgliedschaft, wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, dass man sagt, jetzt brauchen wir Rechtssicherheit. Wir brauchen einen Gesellschafterbeschluss, wir brauchen ein Gutachten, wir brauchen irgendwas, dann dürfen wir das über die GmbH letztendlich dann gegen Honorar fertigen. Wenn Sie also bei sich im Unternehmen vielleicht sogar auch Pensionsrückstellungen in der Bilanz haben und suchen nach Wegen, wie man dieses rechtssicher gestalten kann, wie man da rauskommt, oder Sie brauchen mathematische Gutachten, dann bin ich auch Ihr erster Ansprechpartner vor Ort. Alles, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Hier sind nochmal unsere Kontaktdaten bzw. meine Kontaktdaten. Und wie gesagt, ich bin lang genug im Office gewesen, und wenn Sie sagen, Mensch, ich brauche den Kontakt vor Ort, dann komme ich her. Wenn Sie sagen, ich brauche den Kontakt nicht vor Ort, es geht auch digital. Sie sehen, es funktioniert auch mit mir digital, auch wenn die Präsentation ein bisschen gehakt hat am Anfang. Frau Kruse hat eine Frage. Ja, Sie reden immer von kostenlos im Rahmen der Mitgliedschaft. Was kostet denn eine Mitgliedschaft? Das hatte ich zwischendurch schon mal kurz gesagt. Die Mitgliedschaft im IPV kostet sagenhafte 30 Euro im Jahr, egal wie groß Sie als Arbeitgeber sind. Das ist also sehr überschaubar. Wir sind als Verein nicht gewinnorientiert unterwegs, um das zu erläutern. Und ich hatte eingangs gesagt, wir haben 380.000 Mitglieder. Als Privatperson zahlt man uns sagenhafte 12 Euro im Jahr. Als Firma zahlt man uns 30 Euro im Jahr. Und im Rahmen der Mischkalkulation, weil vielleicht in Anführungszeichen zum Glück nicht jedes Mitglied jedes Jahr mit Fragen auf uns zukommt, funktioniert das im Rahmen der Mischkalkulation.